Wirtschaftsstandort Deutschland ist noch in Ordnung. Aber der Transformationskurs von 0,35 ist beängstigend. Die Unternehmen in Deutschland stehen unter einem sehr großen Transformationsdruck. Wir sehen, dass die Unternehmen vor allen Dingen im Ausland investieren. Und wir sehen aber auch, dass wenige ausländische Unternehmen in Deutschland wiederum investieren, was nicht für die Rahmenbedingungen in Deutschland spricht. Es muss ein Ruck durch die Unternehmen gehen. Wir sehen, dass die Deutschland AG krankt. Die bisherigen Flaggschiffe wie die produzierenden Unternehmen und die Automobilindustrie sind hinten dran. Und wir schwanken hier zwischen nicht wollen und nicht können. Unternehmen der Technologie- und Energiebranche transformieren offensiver als Unternehmen, vor allen Dingen in den klassischen Industrien. Nur jedes 10. Unternehmen gehört zu den Transformationsleadern und transformiert erfolgreich. Die dürfen sich natürlich nicht ausruhen. Die müssen ihre Kernfähigkeiten weiter steigern. Die müssen an Innovation arbeiten, an Produkt und Prozess. Die müssen neue Technologien umarmen, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, und weiter an der Automatisierung arbeiten. Und die müssen natürlich auch neue Strukturen, neue Methoden sich überlegen, weil die funktionale Exzellenz ist bei diesen Firmen meist ausgeschöpft. Da muss man mehr Ende zu Ende denken, da muss man bereichsübergreifend denken. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wird man auch in Zukunft Transformationsleader sein.